bin ich jetzt runtergefallen? Hey! Bin in der Schule. Was? Was denn? Uah. Mann! Wo kam der denn her? Alter, ich seh nix. Ich seh doch nicht mal was. Jetzt sieht er auch einmal alles, oder was? Eben sieht er gar nix. Na gut, dann gehen wir mal gucken, ob keiner guckt. Ich gehe erstmal auf die Herrentoilette. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist, dass wir uns hier verstecken können. Okay, wir müssen auf die Damentoilette. Damentoiletten passieren immer schlimme Sachen. Siehst du? Always Ultra für die Stecklandtage. Da ist sogar keiner drin. Ach ja, da sieht man eh wieder nichts. Sogar Fußspuren, das finde ich cool. Hm, eine schöne Blutdusche. Wie jetzt auch voller Blut ist. Ja, das muss man auch nicht unbedingt filmen. Passiert jeden Tag. Ja, da war da irgendwas. Achso, das war die Tür. Na, ein cooles Detail, dass er jetzt sogar der Anzug von ihm voll mit Blut ist. Blockiert? Was soll ich denn jetzt haben? Oh. Wer denn? Hey, der hat doch eben geblinkt. Nicht? Wo ist denn jetzt hingelaufen? So, jetzt hier ist jetzt die Tür auf. Doch.
ist doch Papa Knott, oder nicht? Der sieht aus wie der Knott in jungen Jahren. Boah, die sehen schon aus wie Pedos, ey, ganz ehrlich. Der sieht aus wie Knott. Was? Oh, oh. Ob die Tür hinten noch auf ist. Wo das Vieh gerade herkam. Schade, ich wäre gerne noch in den Computerraum gegangen. Och man, jetzt hätte ich nur was verpasst. Ich wusste nicht, dass das hier der richtige Weg ist. Da sind wir wieder in der Realität, falls es denn die Realität ist. Regnet das Blut? Jo, das ist ja ganz normal. Hä? Film das doch. Ich kenne mich mit der Bibel leider nicht so gut aus, aber ich denke mal, da steht da irgendwas drin von wegen Blutregnen und so. Raining blood. Dripping off her shoes, I think. No. Just. I try not to step in the blood because I didn't want to leave tracks. Okay, spätestens jetzt würde ich auch anfangen, den Shit zu glauben.
Das stand bestimmt nicht im Wetterbericht. Was ist denn hier? Hä, jetzt hänge ich hier fest. Ich hänge hier fest, ich komme nicht mehr aus der Ecke raus. Ja, super. Alter, das kotzt mich ja gerade schon wieder an. Okay, ich kann da zwar nicht rüberspringen, aber ich kann dran vorbeikriechen, warum auch immer. Hände und Füße in dem Beutel. Im Kreis gelaufen. Ach hier. So, sehen. Verstecken. Ach, verstecken. Auf den hier so. Wackeln die Haken hier? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was? We tried to get her back before the enemy. But they... Wait, Lynn? Have you seen her? They killed us. The lucky ones they killed. Get out!
We have to leave. We have to go. Ich verstehe nur Bahnhof. Nein, nein, ich hätte euch. Och Mann, ich wollte noch gucken, was da hinten was war. Er ist in der Schule. Nein, hä? Wo krieg ich denn jetzt da hin? Ist ja lustig, wenn man jetzt wieder in die reale Welt kommt. Wenn es ja in die reale Welt ist, weiß man ja nicht. Ich vermute ja langsam, er hängt einfach nur in Mount Massive rum und ist an irgendwelchen Geräten angeschlossen. Dass das alles nur irgendein Experiment ist von der Murkoff Corporation. Computerraum wieder. Beziehungsweise, jetzt sind wir im Computerraum. Bin ich ja vorhin nicht reingegangen. Ich eigentlich dachte, hier geht's lang. Jessica 82. Hey Jessica, bist du da? Hi. Es funktioniert. So seltsam. Ich kann dich da drüben tippen sehen. Dreh dich um. Will ich das? Jessica und Lynn. Achso, das sind die Freunde. Blake against the Machine. Jessica 82 und Lynn 15. Der Allo Instant Messenger. Ich kann dich sehen. Was war das auf deinem Bildschirm? Das Fenster, das du zugemacht hast. Nichts, ich blödel nur herum. Ganz verstehe ich diese Computer-Ding noch nicht. Ich helfe dir gerne. Lynn winkt dir zu. Moment. Gemeinschaft, Unterstützung und Gebete für depressive und besorgte Katholiken. Wer hat Kontrolle? Mein Mann sagt, dass alles aus einem Grund passiert und Gott einen Plan hat. Er sagt aber auch, dass man sein Glück selbst machen muss. Wenn du willst, dass etwas passiert, dann musst du tun, was du kannst, um es möglich zu machen. Ich will ihm nicht sagen, dass er sich selbst widerspricht. Das hört er nicht gerne. Und manchmal erhebt er die Hand. Ich habe das Gefühl, ich hätte keine Kontrolle, doch trotzdem ist es meine Schuld. Das Schlimmste aus beidem. Von Jessica 82. Und der Dezember. So fühle ich mich auch manchmal, sehr oft sogar. Bist du eine Erwachsene? Ich bin fast 50 Jahre alt. Ich schätze, es ist albern, dass sich eine erwachsene Frau über so etwas Sorgen macht. Es sollte überhaupt nicht hier sein. Das ist nicht schlimm. Nee, das ist nicht albern. Ich will nur wissen, was machst du, wenn dein Mann seine Hand erhebt. Ich meine, tut dir weh? Kannst du wegen jemanden in deiner Familie die Polizei rufen? Oh Liebes, es tut mir so leid. Kannst du mit einem deiner Lehrer reden?
ich mal gespannt, was das alles hier zu bedeuten hat mit der Schule. Was die mit der Jessica gemacht haben. Ja, jetzt bringt eh wieder nichts. Frage ich, was das soll, man das sowieso nicht rückwärts abspielen kann. Vielleicht kann man das ja später. Jetzt haben wir zwei Wege. Aber hier ist auch nichts. Hier ist nichts weiter. Also die Jessica hatte offensichtlich irgendwelche Probleme. Aber ich weiß bisher nicht warum. Das ist die Tür, wo ich vorhin eigentlich reingehen wollte. Hier ist aber nichts. Pimmelmonster wieder, ich weiß es. Jessica, ne? Hat sie sich auf der Toilette das Leben genommen, oder was? Der hat sie gefunden. Deswegen Trauma oder so. Ich glaube fast, die Jessica war in ihn verliebt. Aber er wollte was von Lynn. Weit gedreht. Bin in die falsche Richtung gelaufen. Ah. Oh, oh, das war Schatten. ja, ich glaube, es ist weg. Verschlossen. Na super. Ich glaube, das Monster hat einen Generalschlüssel. Was? Nimm deine eklige Zunge weg. Thank you.
muss ich ganz offensichtlich rein. Dann gehe ich mal da rein. Ja, wer ist da? Offenbar niemand. Drücke C, um zu kriechen. Ach nein. Jetzt erfährt man das. Alter, ihr wollt mich doch wohl verarschen, oder was? Boah, mit C krieche ich nicht, mit C lege ich mich hin, ihr Affen. Warum sagen die einen das jetzt? Was ist mit ihm? Was? Woher weiß er, dass ich hier drin bin? Woher wusste er das? Fuck, ist der falsche Weg. Oh nein! Scheiße! Wo soll ich denn hin? Da. Rennt nicht mehr. Och Mann, er rennt nicht mehr. Nein, mach das mal nicht. Na gut. Mach ich an dieser Stelle das nächste Mal weiter. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao.